Willkommen zurück bei Generation Zero. Weiter geht es heute mit Mission Feldzugsplan Bunker Uttern. Da sind wir heute angekommen. Das ist jetzt die Bergregion. Drei Regionen haben wir jetzt bereits abgearbeitet mit Missionen. Jetzt geht es in der Bergregion weiter. Vier haben wir noch insgesamt offen. Also da kommt noch einiges. Ich werde aber Gas geben, dass wir jetzt auch ziemlich zügig mal hier durchkommen und dann bessere Waffen, bessere Ausrüstung finden werden. Und da sind wir schon beim heutigen Thema, denn ich habe heute wirklich in 5-6 Minuten mehr gefunden wie im ganzen Spielverlauf bisher. Und zwar, das ist jetzt nicht viel, ich habe zwei Sachen gefunden, würde ich euch aber gerne mal zeigen. Zum einen hier die Handfeuerwaffe mit 4 Sternen und dann noch den Schalldämpfer für Sturmgewehre mit 5 Sternen. Eines hatte ich jetzt auf dem Weg hierher in einer Höhle gefunden. Die war jetzt nicht markiert, die hatte ich mehr durch Zufall entdeckt. Kann ich euch mal eben zeigen, wo die sich befindet. Wenn wir jetzt hier diesen Unterschlupf nehmen, ungefähr hier befand sich diese Höhle. Die wurde von einem Jäger bewacht und da befanden sich wirklich viele gute Dinge. Ja, und jetzt geht es erstmal weiter. Wir müssen den kompletten Bunker erstmal freischalten, die Stromversorgung wiederherstellen. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal los. Es ist natürlich immer sehr dunkel. Ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, ob ihr... diese Bunkermission. Ja, ob ihr diese Bunkermission gern seht, die euch zu dunkel sind. Da hat man ja noch einen. Schauen wir mal. Ich würde jetzt erstmal nur so Erste-Hilfe-Sets wieder sammeln. Oh, was ist denn hier los? Komme ich? Ah, guckt mal, jetzt sehen wir es. Gasschaden. Okay. Dann setzen wir mal hier unsere Gasmaske auf. Profil. Gesichtsschutz. Gasmaske. So, jetzt nochmal. Ich wollte eigentlich sagen, gefallen euch diese Folgen, wo wir mal in den Bunker umherrennt, die Bunkermission erledigen und ja, immer dasselbe. Zu dunkel für euch, würde mich mal interessieren. Abgesperrt. So, eigentlich müsste ich alles erstmal mitnehmen und dann später wieder aussortieren. Das würde sonst zu lang dauern, jede Kiste zu trennen. Ja, guckt euch das an. Hier haben wir jetzt ein Automatgewehr 5 mit 4 Sternen. Also jetzt geht es wirklich langsam richtig gut los hier mit dem Loot. Jetzt sind wir wirklich an dem Punkt, wo die guten Sachen in Kisten zu finden sind. Komm schneller. Ja.
Oh, wo müssen wir hin? Hier ist doch dieses Zeichen. Sturmgewehr. Also wirklich, wenn heute läuft's. Und vor allen Dingen richtig schön. Ja, viel nicht. Kleinvieh macht aber auch Mist hier für unser großes Sniper-Munition. Die finde ich ja wirklich sehr selten. Da freut man sich wirklich über jeden Schuss, den man findet. So, wo müssen wir denn hin? Finde den Feldzugsplan. Ja, jetzt müssen wir hier erstmal noch rausfinden. Genau, hier waren wir schon. Geht's wieder hoch? Jetzt müsste ja die Tür offen sein. So, wir haben ihn gefunden. Ja, det var 18 här vid utanför Klinte, vid järnvägstunneln vid Muskuddens örlogsbas. Det ser ut som en tågvagn har spårat ur rakt ovanför vägen. En hel container blockerar vägen och måste ha kommit från Muskudden. Det är något som rör sig där framme, jag och Sandberg tar en titt. Vi får hoppas att det inte är som på film där det sista ni hör är någon som... Oj, helvete! Okay, es gibt neue Hauptmissionen. Seht ihr, hier waren wir auch lange nicht im Gang. Schutzanzugsjacke. Könnten wir uns bauen. Kugelfeste Jacke. Sieht aber echt hässlich aus. Aber ist eine Jacke eigentlich? Die ist ja eigentlich... Nee, ich würde sagen, nochmal drüber gezogen.
So, Gegenstand anfertigen. Hässlich sieht's aus. Haben wir sie jetzt gebaut oder nicht? Okay, also wir haben die jetzt angelegt, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Jetzt haben wir noch eine kugelfeste Jacke an. 1% macht ja wirklich viel aus in dem Spiel. So, wir legen auch mal die Maske wieder ab, dass wir ein bisschen klarere Sicht haben. Alle Ressourcen lagern. Doch. Jetzt dachte ich, ich habe wirklich alles gelagert. Nein, passt. So, wartet mal. Wir hatten doch noch ein Maschinengewehr gefunden. Das Sturmgewehr. Das haben wir noch gar nicht verwendet. Jetzt muss ich mal eben schauen. Das verwendet die 762 genau wie das Automatgewehr 4. Das haben wir jetzt gar nicht. Aber das 5er, was wir haben, hätte ich jetzt eine Nummer besser sogar. So, Ergänzungen, wartet mal. Bauen hier mal alles runter. Könnte man das eigentlich fallen lassen? Braucht man nicht mehr. Okay. Sturmgewehr. Jetzt tun wir die beiden mal vergleichen. So, das nutzt die 556er. Sturmgewehr, das hat natürlich einen Tick mehr Schaden. Bin am Überlegen, ob ich das mal jetzt verwende, aber ich kenne das ja. So ein Sturmgewehr hat bestimmt eine mächtige Streuung. So. Jetzt haben wir hier einen Schalldämpfer, Lauferweiterung. Wir nutzen natürlich hier die Lauferweiterung. Was bewirkt die? Diese Modifikation verlängert den Lauf und erhöht so die Geschwindigkeit der verschossenen Ladung. Also, wir haben noch eine höhere Feuerrate. Und einen Rotpunktvisier. Okay, so, einen Platz zuweisen. Obwohl, ich habe jetzt die MP. Wir lassen das mal so. Ja. Lassen das mal so. So, das kann weg. Da hat man jetzt 3 Sterne ausgerüstet. Tja, gut. Würde ich sagen, wir schauen uns noch etwas hier im Bunker weiter um. Mal schauen, was wir noch so Schönes finden heute. Jetzt muss ich kurz schauen. Ein Unterschlupf, genau, den hat man freigeschaltet. Wir hatten noch eine Tür. Wo war jetzt diese Tür? Dort. Also,
Es läuft einfach. Es läuft einfach nur noch jetzt. Ich nehme die erstmal alle mit. Wenn wir was doppelt und dreifach haben, wird alles später aussortiert. Was ist denn das? Munitionspaket? Also das kenne ich überhaupt nicht. Wüsste ich nicht, dass ich jetzt schon mal eins gefunden hatte. Munitionspaket. Aha, mit meiner derzeit geführten Waffe versorgt mich das sozusagen wie das Sunny-Paket. Ja gut, man kann es ja hinlegen und halt Munition rausnehmen, wie man sie braucht. Sturmgewehr, Granatgewehr. Wartet mal, hier haben wir 3 Sterne. Ich habe nur 2 Sterne. Dann nehmen wir das mal mit. Irgendwas klappert immer. Noch ein Munitionspaket. Ich kann mal alles mitnehmen. Adrenalinspritze, komm. Alles mit. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt daran liegt, dass wir jetzt 3 Regionen abgeschlossen haben. Wir hätten natürlich jetzt auch von der Scherengarten-Region direkt hier drüben weitermachen können. Stellt sich mir die Frage, ob wir diese ganzen Waffenmunition hier auch schon gefunden haben. Hätten oder ob das jetzt einfach mit der Zeit kommt. Höheres Level, man hat 3 Regionen fertig und dass es jetzt einfach an die Zeit wird, dass man bessere Munition, besseres Loot findet. Ist echt schwer. Manche Kisten unten, manche Kisten auf Tischen, manche Kisten in Regalen.
manchmal gar keine Kisten. Ja, entschuldigt dieses Klappern. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Es muss noch irgendwo was wackeln. Ja, hier war Ende, okay. Also, Looten macht jetzt wirklich richtig viel Spaß, da man wirklich jetzt die guten Sachen findet, ist das ein ganz anderes Spielen geworden. Automatgewehr 4 Sterne. Ich überlege gerade. Das ist das Vierer. Ich nehme es mal mit. Obwohl, Landmine könnte man auch einsetzen. Aber man muss wirklich aufpassen. Das muss ich jetzt nur noch das raussuchen, was man wirklich nutzt. Denn irgendwann ist das Inventar mal verstopft. Und man weiß dann nicht mehr, was man wegwerfen soll. Hat sich gelohnt. So. Jetzt machen wir noch eine Tür. Jetzt gucken wir nochmal hier durch. Mehrzweckgeschoss. Granate, Funkgerät. Funkgerät könnte ich auch mal mitnehmen. Wir müssen dann mal in den nächsten Folgen die Granaten alle benutzen. Die sammeln sich sonst hier zu sehr an. Gut.
Ich denke mal, wir sind erstmal so weit durch. Dort hat man den Bunker. Das passt soweit. Hier waren wir. Hier sind wir gekommen. Okay. Ja, das soll es mal für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen und schreibt mir einfach mal dann in die Kommentare, wie euch diese Bunker-Mission gefallen, ob ihr damit zufrieden seid oder sagt, nee, ein, zwei reichen, kämpft lieber ein bisschen. Würde mich mal interessieren. Und bis dahin, macht's gut, bis später.